Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal aus der Bartagar. Heute gibt es mal ein sehr spontanes Video und zwar ein Video, in dem ich ein bisschen den Spike so filme, was er so macht, wie er rumläuft. Ja, ihr bekommt natürlich auch ein paar Einblicke in mein Zimmer, ist natürlich klar. Ja, ich will euch einfach nur mal zeigen, wie der Spike so abgeht, was er so zu tun hat und warum Bartagar vielleicht echt manchmal ziemlich dumme Tiere sind. Ja. Es gibt mehrere Situationen, an denen man das zeigen kann. Hier sieht man vielleicht dran, er möchte sich gerne an der Wand festhalten. Oder verstecken. Ich finde das lustig gerade. Warte mal. Hier, schaut. Also wirklich, er versucht hier die Wand hochzuklettern. Er versucht die Wand hochzuklettern und es klappt einfach nicht. Er tut mir manchmal schon ein bisschen leid. Ja. So ist es halt bei mir, Spike. Da kann man nicht so die Wände hochklettern. Aber Freunde, auf jeden Fall, ich kann euch sagen, in meinem darauf folgenden Video könnt ihr sehen, ich habe neues Zubehör für mein Terrarium gekauft. Und das kommt demnächst bald an. Und dann schauen wir einfach mal, ja, wie wir das verwerten. Und ja, vielleicht baue ich auch noch demnächst mehrere Klettermöglichkeiten für den Spike. Ne? Schau mal, wo er jetzt gerade rauskommt. Ich filme das mal kurz ab für euch. Einen Moment. So. Und wo haben wir ihn? So, da ist er. Jetzt ist er gerade in der anderen Ecke. Na super. Hast du mal wieder toll gemacht. Ne? Schön bei den Kabeln, natürlich. Die da hinten. Er sollte jetzt nicht unbedingt da dran kommen. Ich vertraue ihm. Weil ich weiß, dass er kein Interesse an Strom hat, zumindest nicht, an eine Steckdose ist er noch nie gegangen, noch nie so direkt. Ich vertraue ihm einfach, ja. Und wenn was passiert, der muss wirklich in die Steckdose reinlangen, damit was passiert, nicht einfach nur oben drauf. Ich würde ihn dann sofort wegholen. Ja, ist gerade sehr kompliziert, das so zu halten. Aber die Position wird natürlich auch schnell verändert. Ja. Und ja, ich weiß, auf Teppich zu laufen ist nicht perfekt für Bartagar, aber der Spike macht es sehr gerne, er kommt zurecht und immer wenn es zu schlimm wird, dann hole ich ihn auch wieder raus, beziehungsweise hole ich ihn weg und packe ihn. Jetzt kommt er, jetzt kommt es wahrscheinlich, Achtung, er läuft gegen die Tür. Okay, doch nicht, weil das ist auch was sehr Besonderes. Er rennt manchmal, weil Bartagar ja nur seitlich Augen haben. Ja, genau. So, voll gegen die Tür. Das ist auch nur eine Sache, die mir sehr stark auffällt. Gleich wird er wieder hier seinen typischen Move machen. Hier drüber sliden, über mein ganzes Zeug hier. Und dann hier an den Spiegel gelangen. Das werde ich natürlich alles für euch filmen. Ja. Ihr kriegt... Und nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber... Ja, er versucht einfach überall immer hoch zu klettern. Ja. Irgendwo dagegen zu rennen. Irgendwo sich selbst zu sehen im Spiegel oder so. Ja, und das sind einfach so ein paar Dummheiten, die Bartagar so an sich haben. Das Bartagar-Reptiliengehirn ist natürlich nicht so weit ausgeprägt wie das. Alles klar, alles klar. Und jetzt, zack, und wieder. Das Reptilienhirn ist natürlich nicht so stark ausgeprägt wie das eines Säugers. Und von daher kann man das den Bartagar natürlich verzeihen. Ja. Also, ich möchte in dem Video euch das einfach gerade mal ein bisschen zeigen. Ich finde es nämlich sehr interessant, einfach so eine Bartagar mal zu beobachten. Und ich finde, also der Spike, der hat vorhin Mehlwürmer bekommen. Nicht Mehlwürmer, zu Phobos wieder. Und jetzt seht ihr, ich erzähle gleich, aber jetzt seht ihr, wie schwarz sein Bart wird. Das ist entweder, weil er jetzt gerade ein bisschen aufgeregt ist. Also auf jeden Fall... Kann das sein, oder weil ihm ein bisschen kühl wird. Ich bringe ihn ja auch danach wieder ins Terra, dann kann er sich wieder wärmen. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ja, also ist auf jeden Fall eine spannende Sache, so die Bartagar zu beobachten, was sie so machen, was für Dummheiten sie treiben oder was ihr Ziel ist manchmal auch so ein bisschen. Ja, jetzt geht seine Mission weiter. Ihr seht vielleicht auch, dass er wieder irgendwo einfach hochklettern will. Hier seht ihr meine Lego-Sammlung. Okay, alles klar. Das war's an der Stelle. Boah, scheiße, Mann. Das geht doch so nicht.
Schaut euch das mal an, einfach mitten auf der Lego-Sammlung. Alter, willst du da schlafen oder was? Junge, Alter, komm mal her hier. Ey, das geht doch so gar nicht. Du bist eine Bartagame. Du bist eine Bartagame. Weißt du das überhaupt? Weißt du das überhaupt? Alter Vater, du bist eine Bartagame. Ja, eine Bartagame bist du. So, ich denke, jetzt hat er es gerafft. Es ist einfach so spannend. Jetzt läuft er über meinen Fuß. Au! So schön. Das ist einfach so schön, Freunde. Es ist so schön, manchmal ihn zu beobachten. Ja, was ich noch sagen wollte zu den Mehlwürmern. Er hat Mehlwürmer bekommen und deshalb geht er jetzt halt ab wie ein Zäpfchen. Das sagt man ja so. Der geht echt so ab, ey. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Und jetzt einfach das aufnehmen zu dürfen, ist mir eine Ehre. Das ist wirklich. Er ist gerade auf jeden Fall auf Hochtouren, seine Aktivität, würde ich sagen. Ist zwar öfters so der Fall. Ne, jetzt will er abspringen, genau. Ne, genau. Abspringen ist auch so eine Mission. Hat er früher alles gemacht, ist aus dem Terrarium gesprungen. War nicht so gut, war gar nicht gut, aber dagegen ist das ja wirklich ein Klacks. Ist gar nichts, ne? Ja, jetzt hat er sich zum Beispiel kurz verhakt im Boden. Das passiert als, er kriegt sich auch wieder raus. Und wenn es wirklich zu schlimm wird, wenn es zu oft passiert, dann bringe ich ihn wieder ins Terrarium. Das mache ich nochmal immer so, weil ich nicht will, dass er sich eine Kralle rausreißt. Er hat sich ja neulich eine rausgerissen, aber das war im Terrarium. Da ist er wohl irgendwo hängen geblieben oder hat er wieder zu schnelle Bewegungszüge gemacht. Genau. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Bartagame so verdammt stark auf Spiegel abfahren. Da gibt es eigentlich gar nichts, was Bartagame mehr begeistert, als ein Spiegel sich selbst zu sehen. Jetzt schaut er sich ja gerade auch selber an, wenn ich es euch gerade mal zeigen darf. Und er ist einfach begeistert und natürlich wieder hochklettern, sich selbst berühren. Und ich kann es mir gut vorstellen. Ihr seht es ja selber, wie lustig das einfach aussieht. Wenn der sich eben doppelt sieht. Jetzt sieht er sich gar nicht. Er wird gleich wieder herkommen. Ja, der hat da immer so seine paar Minuten. Sitzt gerade auch ein bisschen lange, dass er so wirklich gefühlt schon 3 Minuten am Stück am Spiegel rumhängt. Ne? Manchmal rennt er halt einfach von hier direkt da hinten hin zur Tür, gegen die Tür. Das möchte ich auch nochmal filmen. Vielleicht macht das ja. Oh. Aber ich weiß halt nie, wann er jetzt wirklich seine Position wieder ändert oder nicht. Das weiß man einfach nicht. Das ist dann ein bisschen zufällig. Also sein Bart, wie ihr seht, ist jetzt wirklich unglaublich schwarz. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist schon unglaublich schwarz. Ich bringe ihn gleich auch in sein Terrarium zurück. Ich möchte ihn nur mal kurz streicheln. Ist ja mein Spike, ne? Ne? Mein Liebi, mein Liebster. Ihr seht auch hier, wie die schwarze Färbung bis zum Hals geht. Ne? Der Farbstoff verteilt sich ziemlich weit. Gut, jetzt geht's wieder los. Und durch die Enge, boah, durch die Spalte, durch den Schlitz, zack, zack. Hier stehen auch meine Musikbox und so. Ja, schauen wir einfach mal. Gut. Ich würde sagen, hiermit beende ich das Video dann auch. Hier wieder hochklettern, irgendwo dagegen rennen. Genau. Ja, und jetzt nochmal durch die Gletscherspalte, zack, und zum Spiegel. Wenn das der Fall ist, wird das Video sofort beendet. Was denkt ihr, Freunde? Wird er? Ja, okay. Und voll dagegen. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hiermit einen Cut. Und das Video wird hiermit beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abonnement da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bringe den Spike, sorry, jetzt wieder in sein Terrarium. Hoffe, ihr hattet genügend Unterhaltung und das Video hat euch Spaß gemacht anzuschauen. Teilt es gerne mit euren Kollegen, Freunden, Familie, sonstiges, um ein bisschen Action reinzubringen in den Tag oder ein bisschen Informationen, Unterhaltung, wie auch immer. Wie ihr meint, ne? Hier seht ihr nochmal. Er versucht wirklich da hoch zu klettern. Das sind einfach die Badegaben.
Ich werde dem Spike auch neues ins Terrarium reinbauen zum Klettern. Klettergelegenheiten. Alles klar. Solange nicht Richtung Steckdose geht, alles easy. Ja, dann wünsche ich euch eine angenehme Woche. Macht's gut. Like das Video gerne, wenn es euch gefällt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Schaut auf meinem Borsa Bartagram Merch Shop vorbei, wenn ihr euch für Merchandise interessiert. Schaut in der Videobeschreibung, da habe ich Affiliate-Links verlinkt von Amazon. Da könnt ihr euch alles holen, was ihr für eine Bartagramme braucht. Vom Vitaminpulver über ein Terrarium, über ein Bodensubstrat, zum Beispiel Sand oder Sand-Lehm-Gemisch, oder eben auch zum Beispiel eine Höhle zum Verstecken oder Klettergerüste für eine Bartagramme. Könnt ihr mal vorbeischauen. Kostet nicht mehr. Ich kriege eine ganz kleine Provision von dem, was ihr kauft. So 2% vielleicht. Ja, und dann war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich alles schon erzählt. Liken, abonnieren, teilen, Glocke aktivieren und mal vorbeischauen im Bossa Badagam Shop und in der Videobeschreibung. Also, Freunde, macht's gut. Bald kommt der nächste Livestream. Bis dann, euer Bossa Badagam. Ciao.